Im August 2015, da brannte die Sporthalle von Nauen. Flüchtlinge sollten dort untergebracht werden. Das wollte der ehemalige Nauener NPD-Politiker Mike Schneider verhindern, so das Landgericht Potsdam, und verurteilte ihn im Februar 2017 zu 9,5 Jahren Haft. Seit letzter Woche aber ist er wieder auf freiem Fuß, wegen wörtlich vermeidbarer Verzögerungen im Justizablauf. Nicht der erste Fall dieser Art in Brandenburg. Und genau damit hat sich heute der Rechtsausschuss beschäftigt. Eigentlich wurde Justizminister Ludwig heute in der Sondersitzung des Rechtsausschusses nur eine Frage gestellt. Bei wie vielen Strafverfahren droht ebenfalls eine Entlassung aus der U-Haft, weil sie zu lange dauern? Die aber konnte er nicht beantworten. Auf eine eilige Nachfrage bei den Gerichten, so der Minister, habe er eben noch keine Antwort. Da könne die Opposition ihn noch so lange löchern. Ich weise jedenfalls die Behauptung zurück, dass die Beschäftigten der brandenburgischen Justiz diese Fragen nicht ordnungsgemäß abarbeiten würden. Und selbstverständlich wird es so zeitnah wie möglich vor dem Rechtsausschuss aufgeliefert. Dass das Revisionsverfahren gegen Mike Schneider, den geständigen, mutmaßlichen Brandstifter von Nauen, so lange dauert, dass er aus der U-Haft kam, ist für die CDU ein hausgemachtes Problem der Landesregierung. Die Landesregierung hat die Justiz kaputt gespart. Wir wissen, dass zwischen 2012 und 2017 238 Stellen in den Gerichten abgebaut worden sind von dieser Landesregierung. Und genau diese mangelnde Personalausstattung ist eben der Grund auch für diese Haftentlassung, die jetzt stattgefunden haben. Es war einer der größten Brandanschläge in Brandenburg. Gerade hier war die Landesregierung unter Druck. Schließlich hatte nach dem Anschlag der Ministerpräsident eine entschlossene Strafverfolgung angekündigt. Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft, aber wir müssen auch zeigen, dass die wehrhafte Demokratie wehrhaft ist und dann entsprechend mit allen Mitteln, die Polizei und Justiz zu bieten haben, gegen potenzielle Gewalttäter vorzugehen. Alle Mittel der Justiz. Ob diese tatsächlich alle Mittel zur Verfügung hat, das eben bezweifelt die Opposition. Ob nun weitere Haftentlassungen drohen, das will der Justizminister in 10 Tagen beantworten. Heute hieß es erstmal Vorhang zu, die eine Frage aber offen.